Es erinnert mich ein wenig an flüssig gewordenes Nutella. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irines Boxenwelt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe es mal wieder getan. Nein, kein Glossy Box Bundle. Aber ich habe überlegt, take your skin to the next level. Nietzsche Beauty Lab ist wieder am Start. Ich konnte nicht widerstehen. Ist jetzt aber diesmal auch kein. Ich will euch nicht. Ich will jetzt gleich nur Ritchie Ratsch machen. Es ist also jetzt kein Secret Sale gewesen, sondern nachdem wir ja fast alle jetzt inzwischen gemerkt haben, dass nietzschebeautylab.com regelmäßig Mega-Schnäppchen raushaut und ich auch einige Sachen jetzt getestet habe, mit denen ich bisher sehr zufrieden bin, entschuldigt, wird auch dazu auf jeden Fall ein Produktreview von mir noch geben. Aber bisher so bin ich fast mit allem sehr gut zufrieden gewesen, habe auch so einiges mittlerweile in Tauschpaketen verschickt oder an Freunde verschenkt und die waren auch alle begeistert. Konnte kaum einer glauben, dass wir das für den Preis kriegen. Ja, und jetzt hatten die halt generell einige Sale-Angebote, wo ich gedacht habe, Leute, ich muss zuschlagen. So, ich mache den Karton jetzt auf und dann gucken wir gemeinsam rein. Ja, wir gucken mal gemeinsam rein. Ich bin so gespannt, Leute, weil irgendwie habe ich ja in letzter Zeit echt ein Händchen dafür, dass bei mir alles kaputte Sachen ankommen. Aber ich will es nicht jetzt schon beschreiben. So, also. Weil es ist dort auch einfach relativ nicht gut verpackt drin, würde ich mal sagen. Aber die Sachen an sich sind ja schon gut. Also ihr seht, also ist kein kleiner Haul geworden. Hat aber auch einen Grund. Erkläre ich euch auch gleich. Also, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Das sind insgesamt 19 Teile, die ich bestellt habe. Die hätten jetzt auch wieder 171,05 € gekostet. Ich habe 45,05 € bezahlt, also 126 € wieder gespart. Jetzt nicht das Riesending wie letztens, aber ich bin da trotzdem zufrieden mit. Und warum habe ich so viel bestellt? Ihr ahnt es. Tauschpakete, Verlosungspakete. Da ist ja so einiges Schönes dann bei. So, ich zeige euch eben mal, was ich bestellt habe. Das sind zum Beispiel diese Schlossfliegen. Jeweils drei Stück, also drei von den blauen. Das ist dann mit Kokosnuss. Dreimal grün ist mit Kiwi und dreimal Karkol, wie sich das nennt, mit Shea-Butter. Die würden es Stück allein schon 9,95 € kosten. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Und die waren jetzt für 95 Cent. Da habe ich gedacht, für den Preis bestellst du sie mal mit. Ne? Also wenn man überlegt, ich habe jetzt nicht, ich habe 2,85 € für alle drei bezahlt und hätten normalerweise gekostet 29,85 € und das Ganze dann mal drei, ne? Ja. Doch, man riecht auch so ein bisschen von der Kiwi. So, jetzt weiß ich nicht, so dieses Gesprenkelte, ob das jetzt von den warmen Temperaturen ist, weil ich habe keine Ahnung, dass plötzlich so warm wird, sonst hätte ich keine Kosmetik bestellt, muss ich euch ehrlich sagen, die von Spanien kommt. Aber gut, also ne, wie gesagt, dreimal plus runtergefallen und dreimal. So, dann habe ich für mich bestellt Limbiador Niacinamid, der Gesichtsreiniger. Der hätte gekostet 10,95 € war jetzt für 3,95 €. Weil Niacinamid mögen wir ja alle ganz gerne. Dann habe ich mir für 5,95 €, das kostet normalerweise 19,95 €, habe ich mir jetzt das Pack Bodies Firming bestellt. Also da seht ihr hier hinten drauf schon. Da habt ihr also einmal das Dekolleté-Serum, das Lifting-Serum und für die Augenpartie. Finde ich eine tolle Geschichte, ne? So, auch wieder mal Verlosung. Kann ich euch auch gerne zeigen, wie das so von innen aussieht. Obwohl, nee, das ist noch hier zugeklebt. Ja, nee, das lassen wir auch zu. So, dann hatte ich mir bestellt, das fand ich mega spannend, Peeling mit Walnussschale. Würde normalerweise kosten Face Scrub Peeling 11,95 € war jetzt für 2,95 €. Das sieht jetzt aber sehr flüssig aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Es erinnert mich ein wenig an flüssig gewordenes Nutella. Das hat einen säuerlichen Geruch. Walnuss-säuerlich? Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht bei den Temperaturen gekippt. Aber da ist ja auch noch anderes mit drin, ne? Da ist ja auch Weizengras mit drin, Kurkuma. Ich werde es mal probieren, gell? Aber das soll ja eigentlich auch fürs Gesicht sein. Also von daher ja, Face Scrub. Mal gucken. Dann habe ich dreimal mir das Iceland Miracle Water bestellt. Also Thermalwasser. Würde normalerweise das Stück 8,95 kosten, habe ich jetzt für 2,95. So, und dann dreimal das Retinol Vitamin C Körperöl. Kostet normalerweise 1 Cent 12,95, habe ich jetzt für 3,95. Und Retinol, wisst ihr ja alle. Ja, wobei ich so langsam aber sicher eher schon mehr wieder zu Hyaluron übergehe als Retinol. Aber wie ich ja gesagt habe, Tauschpakete, Verlosungen. So, ich glaube, das war es dann auch schon, ne, was ich vorzustellen. Ah, nein, hier, genau, das noch ganz wichtig. Ich habe noch den Calendula Infused Eye Contour. Und zwar, das ist mit Ringelblumen entzündungshemmende Pflege für den Augenbereich. Ich habe das jetzt zurechtgedreht, damit ihr das jetzt so sehen könnt. Das würde normalerweise 10,95 kosten, weil es für 2,95, weil ich gerade jetzt wieder so Sommerallergie sehr viel hiermit zu tun habe. Ja, das war's. Das war mein Einkauf wieder mal bei nichebeautylab.com. Also ich kann euch diesen Summer Sale nur empfehlen. Ihr kommt da aber gar nicht so einfach dran. Tipp jetzt von mir. Gebt es tatsächlich bei Google ein. Summer Sale nichebeautylab.com. Denkt dran, Nietzsche Beauty Lab, weil es gibt ja auch nichebeauty.com. Ne? Denkt an das lab.com und Summer Sale. Dann kommt ihr darauf, auf der eigentlichen Seite. Ich habe mich rauf und runter gesucht. Ich habe es nicht gefunden, weil ich ja gerade auch für euch die Preise nochmal raussuchen wollte. Und bin dann halt über Google und tada, da bin ich dann daran ausgekommen. Das war der Tipp jetzt noch zum Schluss. Wie immer, ich werde berichten, wie es mir gefallen hat. Werde euch auch gerne ein Feedback geben, was denn so die anderen mir erzählt haben. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.